So, meine Lieben, das Licht ist ein bisschen hell, aber das wird schon gehen. Also, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schlachtfeldbegehung. Heute erwarten euch zwei Videos. Wir sind in Belgien unterwegs. Ich und meine Mutter. Und der liebe Diego. Und der liebe Diego. Heute erwartet euch auf jeden Fall ein spannendes Abenteuer. Und ich schlage vor, wir machen uns jetzt auf den Weg. Ganz genau. Viel Spaß in diesem Video. In diesem Video. Von uns dreien. Ja, genau. Frierst du? Ja. Okay. Ja. Dann lass uns mal. Ja. So, ich hoffe, ihr kommt mal beide hoch. Gib mir deine Hand. Gib mir deine Hand. Ja. Oh. Eins und. Da. Ja, da vorne. Ja. So, meine Freunde, da vorne ist der Flughafen. Deswegen können wir auch mit dem Licht nicht so rumspielen. Aber wir brauchen auf jeden Fall trotzdem einen Weg runter. Das sieht doch ganz gut aus hier. Oh, ja, ja. So. Halt dich bei mir fest. So. Ja. Ja? Gut, dann mach das. Ja, beide sogar. So, Leute. Letztes Mal, als wir hier waren, ist eine 747 über unseren Köpfen gerade gelandet. Aktuell sieht der Flugraum relativ leer aus. Frankfurt und Amsterdam, da kommen irgendwie im Minutentakt die Flugzeuge rein, aber hier scheint gerade nicht viel los zu sein. Kalt, ne? Kalt, ja. So, Leute. Wir haben es geschafft. Da ist der Eingang. Stolpert nicht, ne? Mach genau. Doppelklick drauf. Geht? Pass auf, halt dich am besten am Geländer fest. Ja, gut. Ja. So. So, Leute, schaut mal. Oh, schon ordentlich Zerstörung. So, herzlich willkommen. Ja, herzlich willkommen in unserem Wohnzimmer. Ja. Wollte ich gerade sagen. Also, hier musst du aufpassen. Hier ist Stachel drauf auf dem Boden. Ja, das ist aber schön. Und schaut euch mal an. Alte Telekommunikationsanrichtung. Da habe ich noch drauf gelernt. Ich bin nämlich ausgebildeter Kommunikationselektroniker, Fachrichtung Telekommunikation. Und ich könnte heute gar nichts mehr von den Sachen. Antwerpen. Interessant mit der pinken Farbe, wa? Nicht stolpern. Ich geh mal hier. Schaut mal hier, hier sind noch Betten. Und alte Karten. So Schallabsorberplatten. Und ein Doppelbett hier. Und hier ist sogar noch eine alte Trage. Ja, der obligatorische. So, hier ist ein Stuhl und sogar ein Kopfkissen. Mal gucken. Sehr dünn. Das alte Kissen. Wisst ihr was? So, gut, oder? Sogar noch eine alte Decke. Also jetzt ist es tatsächlich sehr kühl geworden. Geh mal weiter. Guck dich ruhig schon mal ein bisschen um. Ich filme ein wenig. Hier ist ein alter Rollstuhl für Kranken. Auch wieder hier eine Trage. Noch eine Trage, sogar mit Kopfkissen. Und noch ein Stuhl. Also eins, zwei, drei, vier. Vier Betten. Und das hintere Bett ist sogar ein Doppelbett. Was haben wir hier? Alte Platten.
ein Bauchgürtel von Mehl, YouTuber. Belüftung und alte Balken. Die sind fest. Gute Frage, wofür die waren. Die Belüftung. Oh, ist das kalt. Hier muss man aufpassen, dass man nicht runtergleitet. Und schaut euch das mal an. Eine alte ein alter Schreibtisch. Weitere Telekommunikationseinrichtungen. Kabel hat man abgeschnitten fürs Kupfer. Da unten kommt's raus. Und hier merkt man richtig durch diese Schallplatten, dass es ganz dumpf sich anhört. Wow! Hier sind sogar noch die alten Bettdecken. Noch eine alte Bahre. Boah. Crazy. Und hier alles voller Tragen. Also ist auf jeden Fall nicht nur ein Kommunikationsbunker gewesen, sondern auch ein Medic-Bunker. Und man durfte anscheinend auch rauchen. Oh, da oben ist auch die alte Lampe. Und guckt euch mal an. Der Raum, das ist schon krass, Leute. Das ist schon krass, oder? Die Betten sind sogar noch eingepackt. Manche tragen hier, die Trage, die alte, ne? Ja, die sieht gut aus, ne? Ja. So eine... Richtig alte. Ja. So eine für Bergung. Aha. Das wäre hier der Ausgang. Den hat man jetzt zugemacht. Beziehungsweise doch... Ah, schaut mal hier. Gegen Eindringlinge hätte man den hier verschließen können. Und hier hat man... Boah, hier hat man einfach alles reingeworfen, was man hatte, damit dieser Eingang zu ist. Und die alte Lampe ist noch sogar da. Ja, die ist richtig alt. Und das war damals wahrscheinlich der Haupteingang. Und das ist hier eine Bunkertür. Ja. Da müsste man einen Overnight hier drin machen. Lieber nicht. Na, die Lampe. Ja, klein, aber fein, ne? Ja, Feier. Kann man noch mal eben mitnehmen. Schau mal hier. Hier stehen Anweisungen drauf. Flash, Extreme Urgent, Operation A. Kann's aber nicht lesen. Mode Section. Das sind da gewesen Werkzeugraum oder was? Oder? Gute Frage. So. Und das ist der Blick raus, Leute. Direkt am Flughafen. Also ich schlag vor, wir fahren jetzt weiter, ne? Ja. Und gucken uns dann den Tunnel an. Den Tunnel gucken wir uns an, genau. Das wird ein Highlight. Ja, absolut. Also Leute, bleibt dran und bis gleich. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schlachtfeldbegehung. Heute wieder ein Bunker aus der Zeit des Zweiten Weltkrieges. Und direkt am Eingang, Leute, finden wir hier noch den alten Ofen. Schaut euch das mal an. Kann man sogar noch öffnen und reingucken. Das ist wirklich bemerkenswert. Hier oben finden wir sogar noch eine Bordüre. Und hier war vielleicht damals der Ofen sogar angeschlossen. Heute wieder mit meiner Mutter unterwegs. Hallo Mama, sag mal Hallo. Hallo. Und ich natürlich. Ich bin so langsam zur Sucht. Genau, ich bin so langsam zur Sucht, sagt sie. Also, ich würde vorschlagen, wir erkunden jetzt einmal das Bauwerk. Und immer gucken, ob es auch irgendwo Leuchtschrift gibt. Das war häufig am Eingang so. Interessant ist, dass man hier die Wände noch verputzt hat und dann halt auch gestrichen.
Drucksichere Bunkertür. Was haben wir hier? Das könnte Nachkriegszeit sein oder vielleicht hat man das über den Ofen damals gestülpt. Zur Beleuchtung. Und wir befinden uns jetzt in der Gasschleuse. Hier ist eine gassichere Tür und hier eine zweite. Und hier konnte man ein Ventil öffnen bzw. schließen. Und selbst der Lichtschalter, Leute, ist noch vorhanden. Die ganze Kabellage ist noch da. Hier gibt es Fliesen auf dem Boden. Und schaut mal, wie groß die Anlage ist. Und der Zustand ist wirklich grandios. Mal gucken, ob wir den noch bewegen können hier. Ja, das ist das Überdruckventil. Das konnte man öffnen und schließen. So, jetzt war es luftdicht verschlossen. Und anhand der Rohre könnt ihr sehen, dass die Anlage auf jeden Fall nicht klein ist. So. Und Leute, meine Mutter hat es direkt schon gesehen. 1942. Bei Lagerung nach Ausbau, Raumfilter mit Blindflanschen verschließen, Raumfilter nicht stoßen, werfen oder rollen. Auer. Auer war damals der Hersteller für Lüfter und Filter. Und hier, schaut mal, hier läuft das Wasser rein. Wir haben ja draußen eine Unwetterwarnung. Sogar die Lampe ist noch da, Leute. Und, halt mal fest. Durch, ne? Wir gucken mal, ob wir die Anlage noch in Betrieb nehmen können. Aber ich glaube, die ist festgerostet. Ne, da haben wir leider keine Chance. Also es gab hier zwei Stationen, Nummer 1 und Nummer 2. Damit konnte man, wenn die elektrische Pumpe ausgefallen ist, da sage ich gleich auch noch ein bisschen was dazu, konnte man per Hand hier kurbeln und den Sauerstoff hier durch diese Filter dann durchziehen. Und dann wurden die gereinigt und in das Bauwerk dann eingebracht. Genau, hier fehlt leider der Filter. Der ist abgebrochen, weil er verrostet ist. Und man konnte das Ganze natürlich auch sperren, um den Filter dann zu ersetzen. Die sind ja irgendwann durch. Und hier, Leute, schaut mal, hier ist sogar noch der Elektromotor. Das ist extrem selten. Und das ist der Filter, der da oben drauf lag. Es ist wirklich alles noch da. Und das hier ist der Filterraum. Auch hier ist der Motor noch da. Das ist wirklich besonders, weil das sieht man nicht so häufig, dass die Sachen noch da sind. Filtereinsätze. Und schaut mal hier. Aber mehr geht ja nicht. Belüftung anlassen, Heizung. Es ist alles noch da. Eigentlich müsste man ein Museum draus machen. Ja? Ach, hast du noch einen gefunden? Ah ja. Der geht noch, Leute. Klasse, dankeschön. So, und ursprünglich wurden die angetrieben mit einem Elektromotor. Aber wenn der ausgefallen ist, unter anderem auch, weil Strom vielleicht ausgefallen ist, hat man dann hier auf Handkurbel umstellen können. Selbst das Typenschild ist noch da, aber dieser Filter, das ist schon bemerkenswert, Leute. Das ist schon wirklich bemerkenswert. Hier hat man die Hauptsicherung rausgezogen. Hier sind noch einige kleinere Sicherungen. Und hier finden wir noch die Abdeckung für die Lampen. Hier war auch ein Schwungrad drin. Lässt sich nicht mehr bewegen. Toll, absolut toll. So, wir gehen links. Ja. Und dann gibt es hier Räume. Und hier hat man sich wirklich auch Mühe gegeben, die Wände farbig zu gestalten. Häufig wurden solche Anlagen in der Nachkriegszeit genutzt, um Obdachlose unterzubringen. Und hier hat man tatsächlich auch das als Lagerstätte für Material genommen. Schaut mal, hier auch wunderschöne Wandbemalung oben. Richtig schick. Zuluft. Mhm. Wirklich schick. So, was haben wir hier? Alles ein bisschen anders, ne?
Das ist auf jeden Fall modern. Genau, so, selbst die Türzarge hier aus Holz ist noch da. Bunkertüren. Wunderschöne Wandbemalung. Auch hier finden wir die Hauptsicherung wahrscheinlich. So. Genau, damit konnte man den Raum oder was auch immer stromlos machen. Das ist eine Lampe. Interessant. Alter Radiator. Vielleicht haben wir ein Datum drauf. Leider nicht. Und hier, Leute, schaut mal. Originalrelikte aus der damaligen Zeit. Sieht aus wie eine Batterie. Schaufeln. Alter Filter, der könnte von drüben sein. Eine alte Werkbank. Das ist auch richtig gut, Leute. Also, auch hier nochmal der Blick in den Raum. Blau, grün. Genau, da unten ist die Garderobe. Auch typisch für solche Bauwerke. Und jeder Raum hat ja was, ne? Ja. Hier ist eine alte Trage. Die ist auf jeden Fall moderner. Das ist ein Griff. Wahrscheinlich von dem Gerät, was wir gerade drüben gesehen haben. Eine alte Ölkanne. Ja, ne? Und hier ist die Hülle von der Trage. So, oben ist noch ein Schlüsselkasten. Und nochmal der Blick zurück. Alter Feuerlöscher. Und ihr seht, da geht es immer noch weiter. Und hier haben wir ganz viele Tragen. Die scheinen auf jeden Fall älter zu sein, Leute. Ne? Auf jeden Fall. Die sind auf jeden Fall älter. Hier ist ein altes, großes Sägeblatt. Beleuchtung ist noch da. Das ist ja auch spannend. Och, sieht aus wie ein Sarg, ne? Ist aber eine Badewanne, oder? Badewanne, genau. Das ist eine Badewanne. Ja, immer Alter. Behälter. Eine Tür. Das ist noch die Originaltür, Leute. Mit einer Garderobe. Das bedeutet, jeder Raum hatte eine Garderobe. Und ihr seht oben, die Belüftung ist sichergestellt durch die Zuleitung. Hier in dem Raum haben wir nur einen kleinen Heizlüfter. Ja, da war ja vor kurzem ein Brand drauf, da hätte sich wahrscheinlich jeder gefreut über so ein Ding. So, Wandbemalung. Für eine Pumpe, Absperr oder für die Belüftung, das könnte auch sein. Und man hat die Sachen, ein altes Horn vom Lautsprecher. Oh, das ist leider kaputt. Das ist ja sehr schade. Man konnte die Temperatur da ablesen. Kabel hat man alles hier zurechtgelegt. Wunderschöner Raum. Auch hier. Die Fliesen sind weg. Nee, das sind doch Fliesen. Das sind die Originalfliesen. Ja, ja. Das sind die Originalfliesen. Hier siehst du, wenn einer weg ist. So sieht das aus. Ach so, ja. Oh, schaut mal hier. Was hat man denn hier gemacht? Also, das scheint mir noch relativ frisch zu sein. Schaut mal hier. Da wollte man die Kabel sicherlich klauen und ist davon ausgegangen, dass es Kupferleitungen sind. Da nicht dran packen gleich, ne? Es kann sein, dass da vielleicht noch was drauf ist. Also, man hat hier auf jeden Fall gearbeitet. Die Frage ist halt, ob man das entwenden wollte. Oder ob man was auch immer damit machen wollte. Auf jeden Fall war man nicht zimperlich und hat dann auch einiges kaputt gemacht, was sehr, sehr schade ist. Schaut euch mal hier das Rohr an. Oder hier. Hier sehen wir, ist ein Elektromotor dran und das Schaufelrad. Drüben war es ja auch, aber es war offen und der Elektromotor fehlte. Bedeutet, so
du was machst für Ziffern. Oh, hier sind die Kabel überall offen. Und hundertprozentig waren das Kabel, liebe Leute. Und wollten die Kabel klauen und haben sich wahrscheinlich des Todes geärgert, dass es keine Kupferleitungen sind. Auch hier, ja, das zeugt definitiv davon, dass hier Kabeldiebe waren. Wie schade. Und schaut mal her. Also ich werde jetzt hier nichts anfassen. Da haben wir noch eine Garderobe. Weil, stellt euch vor, da ist noch Strom drauf. Dann werde ich das nicht überleben. So, hier auch völlig durchgerosteter Filter. Schon eine krasse Anlage, Leute. Also, wirklich, wirklich toll. Und hier ist noch ein alter Holzrahmen drin. Hier waren wahrscheinlich Bedienungsanleitungen. Hier hat man was mit Bleistift dran geschrieben. So, aber ich möchte lieber hier aus diesem Raum raus. Nicht, dass wir hier tatsächlich noch Strom drauf haben. Schaut mal hier. Ein Quecksilberschalter. Das bedeutet, man hat hier die Uhr aufgedreht und dann, wenn man damals eingestellt hat, ist der Quecksilberschalter übergesprungen und damit wurde eine Verbindung hergestellt. Das klingt fast so. Schaut mal hier, das habe ich auch in einem Bunker noch nie gesehen. Eine alte Sackkarre. Da ist der zweite Ausgang. Da gehen wir aber jetzt nicht hin. Da können wir nicht hin. Ja, weil da der Ausgang ist. Und wir wollen ja nicht gesehen werden. Genau. So, nochmal der Blick zurück. Wir haben jetzt auch ungefähr die Hälfte der Anlage gesehen. Hier hat man leider das Porzellan zerdeppert. Hier einmal der Blick in die Anlage. Besen rein schon fast. Hier haben wir ein Aus. Oh, hier riecht es stark nach Alkohol. Nicht, dass wir gleich einen Obdachlosen hier treffen. Boah, stimmt das ja. Leute, schaut mal, das ist auch absolut selten, dass man hier noch so eine Bank findet. Vielleicht Nachkriegsnutzung, vielleicht original. So wie es hier riecht, ist es aber auf jeden Fall eine Bar. Also hier riecht es richtig nach Alkohol. Was meint ihr? Zweiter Weltkrieg oder Nachkriegszeit? Was meinst du? Es könnte auch aus der Zeit sein. Ja, ne? Ja. Beides möglich, oder? Ja, ist beides möglich. Oh, hier hat man alles zerdeppert. Schaut mal an. Einfach nur mutwillige Zerstörung. Einfach nur mutwillige Zerstörung. Oben Entlüftung. Mhm. Oh. Toilette mit alter Zeitung. Das ist natürlich toll, dass sie wenigstens die Toiletten heiler gelassen haben mit den Sitzbacken aus Holz. Schau mal da oben. Haben wir den drum? Nee, wow, schaut mal. Schaut euch das mal an. Alte Terpentin, alte Zeitung. Leider kein Datum drauf, Leute. Normalerweise ist das immer rechts oben oder links oben. Aber hier finden wir leider nichts, was auf das Jahr schließen lässt. Boah, schau mal, wie alt diese Schrift ist. Das ist auf jeden Fall von damals. Altdeutsche Schrift auf der Zeitung. So, Kabel alle noch da.
Selbst hier abgesetzt. Als ob die Anlage noch in Betrieb ist, so hört sich das an, ne? Ja. Ein Schlüsselbrett. Und hier war eine Durchreiche damals. Und noch eine alte originale Lampe. Ja? Sogar die Tapete ist noch da. Nochmal der Blick zurück. Ein altes Tuch. Eine Tür. Ein Getriebeteil. Schon, ne? Wow, da ist noch mal so eine Lampe, ein Schlüsselbrett, ist sogar noch mit Schlüsseln dran. 50 Räume gab es hier. 50 Räume und ein alter Schrank. Hast du den gesehen? Ja, den gab ich auch schon. Nicht. Ist nichts drin, ne? Ist nichts. Regenschirmhalter, zwei Kragen, ein Rohr. Ja, hier haben wir nichts drin. Oh ja, hier haben wir so ein Filterstück mal aus der Nähe. Das bedeutet, dieses Teil, was wir gerade gesehen haben, gehört zu diesen Filterelementen, also zu der Mechanik. Und schaut mal, hier ist noch eine Lampe, da habe ich mir fast den Kopf dran gestoßen. Und hier, das ist Heizung. Damals hatte man schon Heizelemente und ich habe ja auch schon einige Bunker gezeigt, die hatten keine Heizelemente, die haben mit Kohle geheizt. Das war also schon ein moderner. Schaut mal hier, ich hätte jetzt gesagt 1942, Vertrieb gemäß § 8 Luftschutzgesetz genehmigt, Maschinenfabrik Rheinwerk, Heinen und Co., Wuppertal, Oberbaben. Oder also in Wuppertal hergestellt. Schaut mal, das ist doch wohl ein Highlight. Hier geht Klingeldraht lang, alte Feuerlöscher. Die Feuerwehr, das ist hier, stehen nämlich so viele. Oh ja, das könnte sein. Also vielleicht hat man die damals hier untergestellt, Köln-Delbrück. Mal, ob wir hier ein Datum drauf haben. 95. Seit 95 stehen die hier. Vielleicht stehen die auch schon länger. Aber letzte Wartungsintervall war 95. Leerer Raum. So, wenn meine Mutter nichts sagt, dann wird sie wahrscheinlich hier nichts gefunden haben, was von Interesse ist. Da unten haben wir nochmal Garderobe. Links habe ich eine Bunkertür gesehen, eine Schublade vielleicht. So, jetzt sind wir fast rum. Hier nochmal der Blick zurück. Da ist der Ausgang. Und hier haben wir leider wieder ein paar Deppen gehabt, die einfach nur mutwillig zerstört haben. Made in Germany. Keramak. 14.11.27. 27. Passt jetzt irgendwie nicht ganz. Toiletten. Pissoir. Schaut mal hier, eine Pissrinne. Altes Regal. Toiletten mit Holzwangen. Und die ist weg. Und die hat man noch mal in der Nachkriegszeit benutzt, die Toilette. So. Hast du hier noch was gefunden? Ja, Steckdosen, alte. Ah ja, genau. Ihr könnt vielleicht Waschmaschinen oder was auch immer gestanden haben. AEG ist der Hersteller. Ein Ausguss. Ja, würde passen, ne? Ja. Könnten eventuell Waschmaschinen gewesen sein. So, jetzt sind wir durch und dann werde ich mich auf jeden Fall nochmal von euch verabschieden. Oder wir. So, liebe Mara, ja. Ich würde sagen, du darfst das vorletzte Wort.
Ich sage klein, aber fein. Wir haben sehr viel gesehen und war sehr interessant. Ja, ja, klasse. Ja, also ich fand es auch herrlich. War eine gute Anlage für mich. Ich glaube, der dritte Besuch. Allerdings noch nichts für YouTube aufgenommen. Und das war mir ganz wichtig, dass ich den Zustand einmal für euch dokumentiere. Und ich hoffe, der Zustand hat euch gefallen. Wir fahren jetzt weiter zu unserer Familie. Dann bringe ich die Mama quasi auch nach Hause. Und dann geht es für mich morgen nach Ungarn. Und da haben wir dann mit dem Lost History ein paar Buden, die wir zusammen machen werden. Also von daher, wenn ihr da Interesse dran habt, lasst gerne ein Abo und ein Like da. Und in diesem Sinne, ich bin raus, euer Random Life.